Mareile Höppner. Und damit ganz herzlich willkommen heute aus Halle, aus der Stadt des musikalischen Superstars, um den sich heute alles drehen wird. Und ich finde, wenn es Georg Friedrich Händel schafft, so viele junge Menschen mit so viel guter Laune zusammenzubringen, die gemeinsam sagen, wir machen Musik, dann muss das ein Superstar sein. Also ich glaube, das muss Justin Bieber erst mal hinbekommen, dann Generationen später. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Euer Applaus, euer großer Tag. Ganz wahnsinnig gespannt auf das, was jetzt kommt. Wir starten das große Klassik-Experiment. Hunderte Schüler haben sich beworben, haben gesagt, Händel-Experiment, da möchte ich dabei sein. Und ihr habt uns so wunderbare Kompositionen geschickt. Aber keine großartige Musik, keine Überraschungen, die es geben wird. Heute sogar die Fußballfans lassen wir nicht im Stich, alles das heute. Aber keine große Musik ohne großes Orchester. Ich bettel ja schon seit langem im MDR darum, dass mir einmal ins Studio ein großes Orchester gestellt wird. Da wird immer gesagt, ist ja kein Platz. Aber heute. Heute haben wir Platz und haben Riesen aufgefahren. Herzlich willkommen dem MDR-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Johannes Klump. Vielen Dank. Viel hören und wir freuen uns wahnsinnig drauf. So, und jetzt gibt es noch mal ganz besondere Grüße. Es hat nämlich schon mal so ein Klassik-Experiment gegeben im vergangenen Jahr. Da hat sich alles um Vivaldi gedreht und der große Schulchor des Westens, der hat das damals alles unterstützt und hat gesagt, wenn ihr das macht, dann melden wir uns. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob das klappt. Grüße ins Rheinland, seid ihr da? Hören tun wir uns schon mal. Mal gucken, ob das auch hinhaut. Ja. Es gibt einen musikalischen Gruß von euch. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Bis rüber ins Rheinland.